Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du ein schlichtes Shirt mit Rüschenärmeln pimpen kannst. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe mir wieder als Grundlage so einen ganz schlichten, geradlinigen Schnitt genommen. Diesmal ist es die Streifenliebe geworden, ohne die Teilung vorn. Ich kann dir das Video zur Streifenliebe hier oben mal verlinken. Und genau, also habe ich ganz normal quasi genäht oder zugeschnitten und habe mir dann für die Rüschenärmel aus dem Reststückstoff nochmal Streifen für die Rüschen ausgeschnitten. Die habe ich so in der Breite, ganz einfach, ne, von dem Lineal gemacht, weil dann liegt das schön an und man hat die richtige Größe. Das hat auch so die richtige Länge gehabt, damit es eben auch schön locker fällt. Und in der Breite waren die jetzt, ich habe gerade nochmal geschaut, 65 cm breit. Die werden ja dann gerüscht und gerafft und da muss das natürlich breiter sein als der Ärmel. Und den Ärmel habe ich als kurzen Ärmel einfach abgeschnitten. Da kannst du dir die Höhe aussuchen. Bei mir ist es ja so, dass das Shirt jetzt bei den Rüschen so bis der Ärmel, also bis knapp zum Ellenbogen geht. Ja. Genau. Und das Ganze wird dann auch einfach nur einlagig dort unten angenäht, also eben wie die Verlängerung vom Ärmel. Genau, so wird das Ganze gerüscht. Das kann man auf ganz verschiedene Arten machen. Die einen lieben Framilon, die anderen, ich habe hier sogar mal die Matte umgedreht, damit man das Ganze besser erkennt, weil schwarz auf schwarz natürlich so ein bisschen doof ist, ne? Genau, also das Ganze rüschen. Ich habe das ganz normal mit einem langen Geradstich gemacht und dann eben entlang des Fadens den Stoff gerafft. Genau, also oben einmal einen langen Geradstrich lang nähen. So sieht das Ganze dann aus. Wichtig ist, dass du natürlich an beiden Enden ordentlich Faden übrig lässt. Ne? Die untere Seite habe ich mit einem Rollsaum genäht. Da habe ich den Rollsaumfuß nochmal benutzt. So ein bisschen tricky bei diesem dehnbaren Stoff, aber hier hat er sogar eine schöne Welle unten bekommen und das ging erstaunlich gut. Also ich kriege Übung drin. So, genau, jetzt einmal ordentlich raffen oben. Und wie gesagt, das Stück ist ungefähr 65 cm breit, obwohl das natürlich auch ein klein wenig davon abhängt, was du für Stoff benutzt und wie stabil der ist. Und es kann sein, dass du es einfach kürzer zuschneiden musst. Da würde ich dir empfehlen, lieber erstmal ein bisschen mehr und ein bisschen breiter, denn du siehst dann beim Raffen ja, wie der fällt und dann kannst abschneiden, geht immer, ne? Ranschneiden fällt schon ein bisschen schwerer. Ja, genau. Also einmal raffen. Und dann eben an den Ärmel annähen. Ich habe die Nahtzugabe jetzt auch noch mal festgenäht. Ich mag das am Ärmel lieber, wenn man das so zusammensetzt, weil dann zum einen kratzt es eben nicht so und zum anderen ja, hat es einfach dann mehr Halt und sieht auch noch mal so wie ein schöner Abschluss aus. Ne? Also dazu habe ich dann hier wieder meinen Blindstichfuß benutzt. Video gucken. Und wichtig ist jetzt natürlich, dass du die Nahtzugabe nach oben klappst, also da, wo der Stoff glatt liegt. Und dann einmal lang nähen, bitte. Den Halsausschnitt habe ich jetzt auch nicht mit dem Beleg oder mit einem Bündchen versäubert, sondern habe wieder zu meinem beliebten Wäschegummi gegriffen. Und diesmal ist der ganz schlicht und hat oben nur so eine kleine Wulst, also sieht so ähnlich aus wie eine Paspel. Und den habe ich eben an den Halsausschnitt oben angenäht. Dazu solltest du als allererstes nur eine
Schulter zusammennähen, also Vorderteil auf Rückteil, rechts auf rechts und eine Schulterseite zusammennähen. Und dann kannst du den Gummi jetzt ganz bequem einmal entlang des Ausschnittes annähen. Und zwar auch rechts auf rechts und dann wird er einmal umgeklappt und dann wird er nochmal befestigt. Und hier kannst du nochmal ein bisschen spielen, auch mit der Weite des Ausschnittes. Also ich habe jetzt hier wirklich null gedehnt. Und das liegt richtig gut an. Wenn du den Ausschnitt ein bisschen kleiner haben möchtest oder auch ein bisschen gerafft, dann kannst du den Gummi eben ein bisschen dehnen. Es sieht zumindest zum Schluss total toll aus. Das Wichtige ist, aber okay, du hast ja hier E-Jersey, du musst das Ganze wieder mit einem elastischen Stich annähen, ne, damit nachher beim An- und Ausziehen da oben der Ausschnitt eben nicht reißt. Genau, also wie du gerade gesehen hast, wird der Gummi dann jetzt einmal umgeklappt, sodass oben diese Zierkante eben rausguckt und dann nochmal mit einem elastischen Stich befestigt. Genau, ich verlinke dir hier nochmal das Video zu meinem Just Me. Da mache ich das auch immer sehr gerne. So bei Tops, ne, sieht das auch toll aus. Und so sieht das Ganze dann aus. Also so richtig schön, sauberer Abschluss und so ein ganz kleiner, dünner, zarter Hingucker. So, wenn du das fertig hast, kannst du jetzt natürlich auch das Shirt wieder rechts auf rechts legen und die zweite Schulternaht zusammennähen. Und dann die Ärmel einnähen. Ja, auch so wie immer, ne? Rechts auf rechts an den Ausschnitt und festnähen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Also ich fand es schon cool, als ich es da liegen gesehen habe. Jetzt alles rechts auf rechts wieder drehen und die Seiten zusammennähen. Genau, dabei bitte gut darauf achten, dass sich die Nähte treffen. Dann sieht das Ganze zum Schluss nachher auch richtig schön aus. So, jetzt kommt der letzte Schliff. Das heißt, ich ziehe die Fäden von der Overlocknaht in die Naht zurück und habe unten dann noch den Abschluss gesäumt. Also nach innen umgeschlagen, die Saumzugabe und dann einfach festgenäht. Also ganz simpel und einfach. Ja, hier siehst du auch nochmal den Rollsaum, den ich mit dem Nähfuß gemacht habe. Auch richtig schön geworden. Ja, und dann ist sie auch schon fertig. Die Streifenliebe, zwar mit Streifen, aber nicht so, wie ich sie als Streifenliebe gedacht habe. Streifen, Streifen, Streifen. Also guck dir das Video ruhig mal an, denn auch im Original, so wie ich mir das so im Kopf gedacht habe, mit den verschiedenen laufenden Streifen, sieht die Streifenliebe im Original richtig cool aus. Ja, ein Tragefoto packe ich dir unten mal als Link mit rein oder auch zu dem Blogbeitrag, das kann ich auch machen. Und hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Bitte lass mir ein Abo da und einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!